So, hallo, wir machen weiter bei VLDC, Part Nummer 9, immer noch mit Stevie, der auf jeden Fall bei einem Level hier, das beim Finale von der Bergwelt, aber das sollten wir vielleicht in dem Part sogar hinkommen, je nachdem wie viele Level es jetzt hier gibt. Das sind viele Level irgendwie. Okay. Ah, ich hab nicht geguckt, stopp, zurück, ich hab nicht geguckt, halt langsam. Mario SR oder so, 62 ist er geworden, Canyon of Bombs, oh, das klingt ja gefährlich. Ah, das sind schon die ersten Bombs, die man nicht sieht hinter dem Ding. Okay, Hilfe. Ach, da ist auch eine Shell versteckt, die habe ich jetzt kaputt gemacht. Oh, ich glaube, ich gehe schon den richtigen Weg. Ich dachte jetzt, ich gehe voll den Secret-Weg, aber ist gar nicht. In die Richtung war es Secret, okay. Umso besser. Man hat ja trotzdem, nach wie vor ist es immer noch relativ selten, dass es so vertikale Level gibt, ne? Das ist... Also, der Contest hat angefangen, als Luna Magic 3.0 rauskam. Und dort, in dieser Version wurden, soll ich sagen, es gab ein neues Feature. Ja. Man konnte sehr riesige Level bauen. Das ist das, was ich gerade fragen wollte. Ob das ist aber ja dann nicht Vanilla wahrscheinlich, wenn man das nutzt. Wobei das ist Vanilla. Es ist eigentlich ein Luna Magic Design Contest, wenn du willst. Okay. Alles, was in Luna Magic möglich ist. Okay. Weil stimmt, das Level hier nutzt es ja gerade. Das ist ja nicht nur vertikal. Das ist mir jetzt erst bewusst geworden. Das nutzt ja genau dieses Feature. Ich dachte, es ist komplett vertikal, aber das geht ja viel weiter nach rechts als normal. Stimmt. Ganz genau. Genau, weil. Richtig, aber das habe ich bisher noch relativ selten in Hex gesehen, tatsächlich. Also deswegen. Aber ich habe auch nicht so aktuelle nicht mehr gespielt. Wahrscheinlich müsste ich mal wieder aktuellere Hex spielen. Wird es mittlerweile viel genutzt, weil ich mir das. Als ich das damals gelesen habe, dass. Ja, super, danke. Als ich das damals gelesen habe, dass es das gibt und auch gesehen habe, habe ich mir gedacht, das müsste doch so richtig coole. Ja, Level möglich machen, die dann so im Metroid-Style sozusagen so aufgebaut sind. Ehrlich gesagt. Aber ich habe bisher noch nichts davon erlebt. Leute machen ja nur Kaiser-Hex heutzutage. Ah, okay. Ja. Was nicht stimmt. Aber es scheint so. Okay. Nee, ich kann mich nicht an einen Hack erinnern, der das genutzt hat. Ah, okay. Schade. Vielleicht in A Plumber for All Seasons, aber das musst du auch mal spielen, das ist ein sehr guter Hack. Okay. Von White Yoshi Egg, den solltest du kennen. Ja, den kenne ich auf jeden Fall. Sagt mir damit. Oh, wir haben alle Yoshi Coins. Nice. Das ist doch schon mal was. Doch, ich glaube, der Hack auch das. Der hat das auch mal benutzt. Okay. Mit dem Horizontal und Vertikal Level. Wow. Oh, muss ich jetzt den hier nutzen? Ja, wahrscheinlich. Okay. Ah, okay. War denn Münze drin? Orb. Bitte wo? Hier? Das sollte da nicht eine Wein sein? Da ist eine Münze drin. Ich dachte, man muss halt mit den Viechern, die da runterfallen, hochkommen. Sieht mir aber danach aus, als ob da eine Vein sein sollte. Stimmt, weil da oben ist auch der Block, der sie aufhält. Ja. Hä? Ja, du hast recht. Das war gar nicht gedacht, dass man mit dem... Vielleicht sind zu viele Sprites auf dem Bildschirm. Ach, dass dann die Wine nicht rauskommt? Ja, die ist ja auch ein Sprite. Oh. Probieren wir es nochmal. Aha. Ja. Geil. Nice. Da haben die ganzen Bomben, die das Level ja charakterisieren, leider dafür gesorgt, dass die Wine auch so ein bisschen explodiert ist. Obwohl der ganze Hack SA1 ist. Es sollten viel mehr Sprites auf Bildschirm sein. Oh, ich hab den Mond. Mond. Mist.
Okay, aber bisher waren die Sachen jetzt hier in dem Level nicht so schwierig versteckt. Ich hoffe, dass der Mond auch nicht so schwierig ist. Nur durchs Design kann es natürlich sein, dass es interessant wird, den zu finden. Ich bin mal gespannt. Die Textbox hast du kein einziges Mal gelesen. Was für eine Textbox? Textbox am Anfang. Da war eine Textbox? Oh. Ja. Hi. The Koopas are trying to destroy this place only to find the mystical floating Wiggler ahead. Can you find it before then? Ach, so kann man natürlich auch erklären, warum der Orb so aussieht. Okay. Der Mystical Wiggler Head. War ich hier vorhin drin? Ja, ich glaube, hier war ich auch vorhin drin. Aber ich bin hier nicht. Ich bin irgendwann bin ich nicht mehr höher gegangen, sondern. Nee, war ich hier? Doch, hier, natürlich war ich hier. Hier geht's ja auch weiter. Doch, dann war ich hier schon auch. War ich hier? Ja, hier war die erste Yoshi-Con oder irgendeine zumindest. Aua! Habe ich die gelesen vorhin? Oh, with all the bombs and explosions, they destroyed part of the bridge ahead. You will have to find another way. Okay. Wo ist der Mond? Oh! Ja, hallo. Ha! Ah. Got it. Das hat nicht so lange gedauert. Nee, das war zum Glück simpel. Ah ja, durch dieses Design kann man nämlich schon ziemlich viele. Ah, da hätte man sehen können, dass man da von unten nach oben gekommen ist. Bei Monden kannst du übrigens auch. Ja, ja, ich weiß, machen. Ich weiß. Ich wollte nur kurz gucken, wo ich rauskomme. Sehr schön. So. Cool. Nächstes Level. Petroleum Pipeline von Kenny J. Gibt auch wieder alles. Yoshi Coins, Mond. Hier kannst du uns mal deine Skills zeigen, die du bei Things erlernt hast. Meine Skills? Ja, deine Skills. Ist das Level schwer? So schwer jetzt auch nicht, aber es ist Ach Gott. Kaizo inspiriert. Ach Gott, okay. Uff. Du hast den letzten Kill. Oh. Hat man davon, wenn man Shells mit. Nein! Läuft er auch drauf, wenn er langsam ist, oder fällt er dann runter? Das weiß ich nicht. Okay. Flupp. So, zack. Und jetzt da hoch. Okay. Okay, da oben ist wieder eine. Das heißt, ich muss irgendwas bekommen. Ja, dann wird da wahrscheinlich irgendwas Brauchbares drin sein. Ein Yoshi, oha. Krieg einfach ein Yoshi. Bin ich jetzt ja mal gespannt. Ob der mir das auch gleich wieder wegnimmt. Ja, ich muss es sogar mitnehmen, okay. Klassisch. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. So, sehr schön. So, ab diesem Teil empfehle ich, den Pilz zu behalten. Okay. Empfehlenswert wäre es auch, das eigene Leben zu behalten. Nein! Okay. Hast ja eh unendlich Leben. Richtig. Okay, usch. Ja, das ist ganz schön knapp. Oh. Hi. Okay, wir haben ja noch einen. Oh, Mond. Ja. Oh komm, dafür bringe ich mich jetzt um, weil den Mond habe ich ja. Ist okay.
War auch knapp nach dem Midway Point, alles gut. So. Nein! Geht das wieder los? Okay, ich bin zu langsam. Aber jetzt kann ich mir dafür den Treffer nicht leisten, den ich vorhin kassiert habe. Aber jetzt weiß ich, wie ich hier drüber komme. Ja, okay, okay. Wenn man es weiß, ist es nicht so schwer. Wie hätte man da eigentlich hochgesollt? Mit einem Shell? Kann ich mir schon vorstellen. Weiß ich auch nicht, wie. Oha. Das ist ja ein Kaizo-Level. Ja, okay. Quasi. Na! Na! Okay. Woo! Nein, da will ich wieder ran. Okay. Da haben wir wieder ein Yoshi und können damit irgendwo hin. Ja, und dann ist es auch schon wieder weg. Ach nee! Hm. Das habe ich nicht realisiert. Ah, das war dumm. Nee. Jetzt ist es weg. Gut, dass du das auch, gut, dass du das auf Anhieb gecheckt hast, dass Yoshi da durch kann. Ja, natürlich. So, okay. Ah, okay. Gut. Aber ich frage... Das habe ich mir gedacht. Okay. Ich habe eine Vermutung. Ja, ist nicht so schlimm. Aber ich muss mal gucken, wie ich da rankomme. Weil am Anfang war ein Block, den ich jetzt noch nie genutzt habe. Da muss ich irgendwas gegenwerfen. Aha. Aber habe ich da eine Shell in der... Ach ja. Ja, da habe ich eine bekommen. Ja, gut. Okay. Das, zack und raus. Sehr schön. So. Dann Buster Query, 34. von Gamma Slab. Nicht verwechseln mit Gamma V. Nee, Gamma V. Würde ich niemals tun. Gamma V Level erkennt man ja auch sofort am Stil. So. Weil ich nicht weiß, ob das immer noch so ist, aber so die... Doch, schon. Die ersten Level von ihr... Und die ersten Hacks, so das ist irgendwie alles sehr ähnlich gewesen. Oh, zack. Okay. Wieder Yoshi-Coins, die man sich durch das Behalten von Items erarbeiten muss. Okay. Ah, oder so. Okay. Oh, okay. Leben gefunden. Noch eine. Das ist ein kurzes Level. Das ist ein kurzes Level. Eigentlich will ich ja ohne Save-State spielen, aber... Ja, das hat sich schon erledigt. Ich glaube, ja. Das sind ja keine Referenz, aber... Ja. Ich denke, es ist dann doch eher einfach hier interessanter, die Level einfach zu zeigen und halt versuchen gut zu spielen, aber bei kleinen Feld trotzdem zurückzuspulen. Ja. Du hast dich ja gefragt, wieso man die Level einfach so schaffen kann. Ach ja, genau. Tastenkombination. Und warum dein ja. Wenn die Leute den Hack zu 100% schaffen möchten, sollten sie nicht dazu gezwungen werden, so schwere Level zu spielen. Okay. Verstehst du? Also, aber es ist letztendlich ja dann nur für den eigenen... Wait, ich habe irgendeinen Fehler gemacht. Ach nee, der muss da durchlaufen, ich bin doof, alles gut. Es ist dann nur für den eigenen Ehrgeiz, weil man hat ja nichts davon. Ob man jetzt alle Haken hat oder nicht. Ändert sich ja nicht. In VLD 10.9, weiß nicht wie es in 8 war, gab es bei zu schweren Level so grüne Türen. Genau, ja, daran erinnere ich mich.
konnte man dann skippen. Ja. Hier kannst du skippen, was du willst. Ja, okay. Welche, du willst. Oh, mehr davon? Weil ich ja so freundlich bin. So, machen wir erstmal den ganzen Weg auf. Okay. Jetzt musst du den ganzen Weg laufen. Oh. Oh. Jetzt schon keine Lust, dem zu folgen. Aber wo ist er überhaupt? Der muss da. Oh, ah, da kommt er. Er komm, Marsch. Oh. Ich bin hier, Marsch. Move faster, Pokey. Den kennst du nicht, oder? Ich habe überlegt, ob ich eine Referenz dazu finde in meinem Kopf, aber nein. Raokao. Ja, also Raokao sagt mir was, aber da, okay, ist das dann so ein Insider. Okay, ja. Und ich schaue den nicht mal. No! Ja, tschüss. Das war, ja, das wird, na, jetzt mache ich hier Blödsinn. Komme ich darüber noch? Nein. Okay, wir gehen nochmal aus der Röhre raus. War das jetzt eigentlich dieser ganze Raum gerade, war nur für die Yoshi-Coin? Ja, ah, nur für okay. Die Yoshi-Coin. Ah, das ist ein schönes Level auch wieder. So, das hat... Oh, da muss ich bestimmt rüber. Auch wenn ich nicht sehe, wohin es... Es geht nirgendwo hin. Der Bait... Ich habe mich selber gebaitet. Wenn ich ein bisschen rübergelaufen wäre, hätte ich einfach gesehen, dass da nichts kommt. So, großartig. Da kam was aus der Decke raus, aber das war ja richtig gut getimed. Oha. Okay, wir haben alles. Oder habe ich... Muss ich gucken haben. Haben wir alles? Ich glaube ja. Doch, doch. Auf jeden Fall Yoshi-Coins haben wir und Mond gab es nicht. Okay, sehr gut. So, das scheint mir wieder ein Rundkurs zu sein. Das heißt, ich kann einfach erstmal runterlaufen und dann einmal da rum. Okay. Gut. Jetzt habe ich wieder nicht gelesen. Stalwart, Ramparts, Quantix. Ah, 42. Gute Zahl. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der diese ganze 42 Sache nicht versteht. Naja, das ist halt einfach die Antwort auf alles. Ja. mehr ist es auch schon nicht. Entstanden ist es durch das Buch oder die Geschichte Per Anhalter durch die Galaxis. Ah ja. Da gibt's... Oh, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Da gibt's halt irgendwie so einen Computer und der fragt, was ist die Antwort auf das Universum oder so, und die Antwort ist halt 42. So, irgendwie so. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf. Und das hat sich einfach zu. Das ist einfach ein. Ja. Weltweites Meme geworden, keine Ahnung. Interessant. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt das wieder falsch, halb falsch erzählt und keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall mit diesem Per-Anhalter durch die Galaxis hängt es zusammen. Mhm. Okay, da geht's nicht weiter. Mich erinnert der, also die Farbgebung und so erinnert mich voll an Mega Man. Oh. Irgendwie schon, ja. Also jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Natürlich. Jo! Da waren zwei. Also, ach. Was ist solche Fehler? Weil die so vermeidbar wären. Wenn ich nicht rewinden könnte, wären das super ärgerliche Geschichten. Okay, hier ist ein Midway. Sind hier 3 Millionen Türen. Dann gehen wir erstmal durch die. Ist das ein Aufzug? Okay, das ist ein Aufzug. Nicht der allerbeste Raum. Okay, ja. Es ist jetzt halt schon ein
ein langes Gewarte. Das merke ich halt. Oh, das ist jetzt ungünstig. Der Pilz ist weg. Es ist jetzt schon ein langer Warteraum. Ich merke, ja. Ja. Okay, hier kann ich jetzt erstmal stehen. Dann kann ich hier stehen. Dann kann ich hier stehen. Joa. Ja. Spannend. Nja. Dann kann ich hier stehen. Dann kann ich hier stehen. Ja. Jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her. Oh mein Gott. Ja, und schon bin ich tot. Und schon könnte ich alles von vorne machen. Oh Gott, nee. Also wenn ich das als, ja, wenn ich das als festes Level sehen würde, mit du stirbst und musst von vorne starten. Schwierig. Nein! Mann, wie oft man hier sterben würde. Nein! Hilfe. Zum Glück gibt es hier noch einen alternativen Weg. Stimmt, das ist ja nur die eine Tür, richtig. Muss ich mir dann mal... Muss ich mir dann anschauen, was die andere Tür ist. Aber der Anfang von dem Level war cool, aber der Teil hier ist jetzt echt meh. Ach Gott, ach Gott. Wer baut sowas und denkt sich, ja, das macht dem Spieler Spaß. Also hat es dem selber Spaß gemacht? Oder ihr? Ich weiß ja nicht, wer es ist. Man weiß es nicht. Also, heute denke ich nicht, weil das ist ja schon 3 Jahre alt, das Level. Ja, gut, aber damals... Also man muss es ja, wenn man es einzeln hat, muss man ja eigentlich sich denken, ja, damit punkte ich. Oh. Boah. Ja toll, jetzt wissen wir nicht, was die andere Tür ist. Es gibt kein Scrolling, so viel kann ich sagen. Okay, dann kann ich eigentlich mal zurückspulen, weil wir das Level ja eh beenden werden. Hin und her. Das ist mit, glaube ich, geht schneller als nochmal zurück bis zum Midway Point zu spielen. Und hier war auch nichts, was ich irgendwie als Collectible hätte gebraucht. Alles gut. Und wir gehen durch diese Tür. Ah ja. Das sieht doch schon angenehmer aus. Ja, okay. Dann kann sich zumindest der Spieler überlegen, ob er Bock auf den Aufzugpart hat oder das hier spielen möchte. Weil der Aufzugpart ja auch, also da hat ja nicht mal einen Mond oder sonst was gehabt. So, das ist... Du kannst den komplett skippen. Das ist gut. Da gefällt mir das hier schon viel besser. So. Nein, warum springst du denn nicht? Mensch. Nee, also das ist... Ach Mann, ich bin doof. Das ist okay. Das ist sehr angenehmes Level-Design verglichen mit dem Aufzug. Ups. Pilz. Oh, den habe ich nicht. Oha. Den habe ich nicht gesehen. Der war gar nicht so schlecht versteckt. Da auch einer? Nee. Und hopp. Nee.
Okay, wir warten noch eine Runde. Ja, und jetzt komme ich auch bei dem Orb raus. Okay. Ja, dann ist das der definitiv bessere Part als der Aufzug. Nice. Wahrscheinlich hätte der eine höhere Platzierung, wenn er den Aufzugpart nicht eingebaut hätte, würde ich jetzt mal vermuten. Aber ich weiß nicht, was sie da alles geschrieben haben. Adventurous Ascent von Roy Körbs 52. geworden. 10 Plätze über dem von gerade. Also über und unter. Der Levelname hatte mal einen Rechtschreibfehler. Oh, okay. Wusste da jemand nicht, wie man Ascent schreibt? Ich wusste nicht, wie man Adventurous schreibt. Okay. Wie hast du es denn geschrieben? Also Advent glaub, wahrscheinlich erstmal, klar. Da fehlt ja ein O oder ein U. Ja, okay. Das könnte ich mir nämlich am ehesten. Ja, genau, das könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass da der Fehler passiert. Oha. Das wird auch so ein überlanges Level. Ah, okay. Das ist. Muss ich jetzt schon sagen. Aber das nutzt, wenn ich das richtig sehe, nutzt es auch wieder diesen. Ja. Das ja. Nutzt auch wieder dieses Ding. Das. Ja, doch, das gefällt mir. Mag Level, die das nutzen. Weil das so. Ja, es macht nochmal so ein ganz anderes Feeling aus Mario-Spiel. Also, na. Hey, komm ich jetzt da hoch? Soll ich da geduckt reinspringen oder was? Ist das nur ein Rückweg, den ich gerade. Ich glaube, ich gehe gerade einen Rückweg zu. Nee, hä? Schon richtig. Muss auf die linke Seite. Oder komme ich erst recht nicht hoch? Des Levels. Da komme ich auch nicht hoch. Das war für mich solide. Oha. Oha. Ja, moin. Ja, moin. Da hätte ich jetzt ja. Da hätte ich jetzt ja ewig dran gesessen. Ich habe mir angeschaut, wie der liebe Banzai Chuck das Level spielt und der hatte genauso Probleme hochzukommen. Sehr gut. Bin ja schon mal froh. Aber ich glaube, man hätte. Wahrscheinlich hätte man vorher schon mitbekommen können, dass diese Häuser solide sind. Ja. Nicht solide sind. Hm. Yikes, Hilfe. Okay. Zack. Rein da. Rein da. Okay, ja, wir gehen mal hier lang erstmal. Okay, da kommt, es gibt keinen Rückweg mehr. Ich will erstmal hier rüber gucken. Nicht, dass ich eine Yoshi-Coin. Okay. Ich habe nur Münzen verpasst. Prima. Dafür kann man schon mal einen Pilz opfern. Ja! Münzen sind doch schön. Absolut. Geld regiert die Welt. Auf jeden. So. Okay, krieg kein neues Power-Up. Dann halt nicht. Okay. Für die Yoshi-Coin Zeitlimit geht rein. Na, mal gucken. Ich bin noch guter Dinge, dass wir das schaffen. Kommt halt drauf an, ob er jetzt noch übertrieben hat in seiner Levelgröße. Oder alles. Oh Mist. Ja, ich habe am Anfang eine Yoshi-Coin verpasst. Da bin ich zu schnell weitergelaufen. Dann finden wir die aber recht schnell. So. Dann finden wir die recht schnell, würde ich sagen.
War hier Ach, du hast schon gesprochen. Ja. Ich hatte Verbindungsprobleme. Ach so, alles gut. Weißt du, was gesagt hast? Ach ja, hier sieht man ja. Oh mein Gott, hier hätte ich die ganze Zeit schon registrieren können, dass die Häuser. Ja, wow. Das war dann richtig schlecht, dass ich da nicht ins Haus. Okay. Nee, ich muss jetzt die letzte Yoshi-Coin nochmal finden. Aber ich habe eine relativ große Vermutung, wo ich nicht genau geguckt habe. Ich bin da oben, bin ich relativ schnell gleich nach links und dann hätte es wahrscheinlich noch woanders hingegangen. Wäre es wahrscheinlich noch woanders hingegangen. Denke ich mir jetzt mal. Yo! Yo! Ach komm, wie viel Pech kann ich denn beim Runterfallen wieder haben? So, hier bin ich von nämlich runter und dann kann man oben nämlich noch weiter und da geht's wahrscheinlich zur Yoshi-Coin. Oder andersrum. Ich hätte runtergemusst. Ja, hier bin ich in die Röhre und hier kann man... Nee, das... Dann hätte ich runtergemusst, so rum wahrscheinlich. Dann ist da unten die Yoshi-Coin. Aua. Nee. Mist. Oh, die Röhre geht... okay. Die Röhre ist betretbar. Dann ist hier die Yoshi-Coin. Im extra Raum. Ah ja, das war die Stelle. Okay, wie komme ich wo jetzt? Wo man sein Tag gestartet ist. Komme ich jetzt da hoch? Ah, da ist aber meine Yoshi-Coin. So, zack. Und wir starten zum ersten Versuch. Ja, super. Jetzt will ich allerdings... Ach, jetzt komme ich hier raus. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt will ich allerdings schauen, wie es weitergeht. Aber alles gut. Gut. Dann haben wir alles gesehen. Prima. Nice. Sehr schön. Don't climb mountains. Okay, dann climben wir keine Mountains, Bluesy. Ist okay, Bluesy. Der Levelname war ursprünglich länger, aber der hat nicht reingepasst. Oh, wie war der ursprünglich? Das, irgendwas mit Plants. Especially if it's infested with plants oder irgendwie sowas. Also da hat's noch weiter erweitert. Okay, also ja. Klettere keine Berge, vor allem nicht dann, vor allem dann nicht, wenn sie mit Pflanzen infiziert sind. Irgendwie so. Ja, okay, kann man auch ein halbes Buch schreiben als Levelname. Das ist dann vielleicht etwas übertrieben. So. Aber ja, dass dieser Berg mit Pflanzen infiziert ist, das ist, ist mir aufgefallen. Ist hier hinten was? Nein. Schade. Dort oben war, glaube ich, irgendwas. Oh, habe ich was verpasst? Irgendwo oben offscreen wird eine Yoshi-Coin sein. Oben offscreen eine Yoshi-Coin. Vielleicht hast du es ja schon verpasst, weiß ich nicht. Okay, das klingt nicht gut. Aber gut zu wissen. Wenn wir uns nachher eine fehlt, wissen wir Bescheid. Obala. Die normalen Pflanzen kommen allerdings nicht raus, nur die springenden. Ah, okay. Ich glaube, dort war die Stelle, wo du gerade warst. Hier? Da ist eine Röhre! Ach. Der Mond. Okay! Okay. Ja, okay. Das ist passiert. Alles klar. Ja, sehr gut. Tausch immer gerne einen Pilz gegen einen Pilz. Jetzt geht's wieder runterwärts scheinbar. Ah ne, es geht weiter hoch. Dabei sollen wir doch nicht klettern. Gut. Ups. Nein! Pilz, Pilz! Es gab noch ein paar andere lustige Bugs in der Base Room. Ja.
Zum Beispiel, du kennst ja diese Ropes, diese Mechaniken da, wenn Ja. du dich festhalten kannst. Bei den großen konntest du dich am unteren Teil gar nicht festhalten. Oh. Das habe ich aber dann gefixt, weil es dumm ist. Ja, das ist ja dann, kann ja dann ein ziemlicher Wenn Gamebreaker sogar sein. Ja, und frustrierend auch. Richtig. Und noch ein Bug ist diese grünen Blasen, diese riesigen Blasen aus den Geisterhäusern. Ah ja. Die haben gar keine Kollision mit dem Spiel. Okay. Es ist niemandem aufgefallen, weil die keiner benutzt hat im Hack, also im Ich wollte gerade Bounce. sagen, bisher ist mir keine davon begegnet. Hier ist auch eine Coin. Ja, okay. Ich habe mir schon gedacht, dass da links irgendwie noch was sein muss, weil da ist ja, sind ja Dinge. Aber ich weiß noch nicht, wie man hinkommt. Ganz viele verschiedene Sachen sind dort, ja. Okay. Ach, mit dem Ding. Ja, moin. Okay, dann climben wir jetzt nochmal. Ja, das Level insgesamt fand ich schön. Das Level insgesamt fand ich schön. War sehr, sehr atmosphärisch gebaut. Nur die Musik, die ja, dann hätte doch da jetzt noch ein bisschen Bergmusik, aber naja, gut. Da hat wohl jemand nicht Lust auf Custom. Originalmusik Auf schadet Custom. auch nicht. Ja. Was auf jeden Fall schade ist, die normale Musik. Die kann ich nicht mehr hören. Okay. So. Dann gehen wir jetzt erstmal hier rein, dass wir das Level nicht vergessen. Overless Night. 61. von Teos. Okay. Der Port kam auch schon mal vor in einer anderen Version. Sagt mir jetzt tatsächlich erstmal nichts. Ach doch, ja. Yoshi Coin. Oh, ja, okay, sonst dann so. Ach so, genau. Grüße Weil aus. ich bei deinem blauen Switch Palace so das Gefühl hatte, ich habe den schon mal gespielt. Hast du dann sowas Ähnliches schon mal gebaut oder irgendwie? Nein, nicht, dass ich wüsste. Weil irgendwie habe ich da nach wie vor wenn ich den, auch wenn ich den so sehe, dass ich irgendwie sowas Ähnliches mal irgendwann gesehen habe. Aber das war dann vielleicht halt wirklich, vielleicht auch einfach aus von jemand anderem aus einem anderen Hack, keine Ahnung. So einfach dieser Anfang, das hatte irgendwie, hatte das was Bekanntes. Aber ja, okay. Wüsste jetzt nicht, aus welchem Hack. Ich auch nicht, aber Oder was vom es hatte Level irgendwas gemacht hat. Bekanntes. Ah ja, übrigens, Grüße gehen raus an den lieben SSB-Rocker, der jedes Mal, wenn er dieses Lied hört, denkt, es wäre aus Pokémon Mystery Dungeon. Okay. Obwohl es das nicht ist. Wo ist es her? Chrono Trigger. Ah. Ich auch nie gespielt. Da kenne ich auch nur die Musik von so hauptsächlich. Ich habe es mal angespielt. Das war's. Okay. Bin nicht so ein RPG-Fan. Ich glaube, ja, ich glaube, Chrono Trigger hat auch wieder diesen. Kämpft man da in Echtzeit oder hat man dieses Rundenbasierte? Ich glaube, es ist rundenbasiert. Ja, weil das ist das, was ich immer nicht so mag. Weil an sich RPG mag ich, aber nur wenn man nicht so rundenbasiert kämpft. Das irgendwie, das zieht mich immer nicht so mit. Das ist auch das, was mich bei den Final Fantasy Spielen immer so, naja, was heißt stört, aber. Da haben sie es zwar so ein bisschen versucht zu vermischen. Petition, dass Conan Dark Souls und Elden Ring spielt. Nee. Das nee, das ist das nicht. Da, oh Gott, nein. Da drehe ich ja durch. Das sind doch ganz einfache Games. Ja, total. Da probiere ich lieber mal Alt F4 aus. Oh Gott. Ach nee, ach Mensch.
Wo habe ich denn die jetzt wieder übersehen? Stimmt, im ersten Teil. Denke ich auch. Weil der zweite Teil war jetzt eigentlich ziemlich übersichtlich. Okay. Suchen wir noch die letzte Yoshi-Coin und dann schließen wir den Part ab. Nach. Hier wirkt es fast, als ob ich da irgendwo hin noch könnte, aber. Ja! Ah, so kann man es ja auch finden. Einfach mal random irgendwo runterfallen. Ach, hier bin ich nicht runtergelaufen. Ja, okay, wow. Das ist ja richtig schwieriges Versteck gewesen. Okay. Gut. Und nächstes Mal geht's dann mit Tangleways weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Jo, tschüss.